vielen Gesprächen mit Jägerinnen und Jägern habe ich immer wieder gehört, dass die Fragen haben, dass sie am Hochsitz sitzen, beobachten irgendetwas und wissen keine Antwort darauf, wie sich ein Tier verhält, warum jetzt diese Wechselwirkungen stattfinden zwischen Pflanze und Tier oder auch Mensch. Und diese Fragen möchten wir gerne versuchen, gemeinsam zu bearbeiten, gemeinsam Antworten zu finden. Und zwar nicht in einer Situation, wo der Professor sagt, das ist die Antwort auf deine Frage, sondern wo wir versuchen, eine ganzheitliche Sicht zu schaffen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst auf die Antworten kommen, natürlich begleitet von unserem Team. Ich bin hier bei diesem Lehrgang, weil ich es sehr wichtig finde, dass dieses Handwerk Jagd einen wissenschaftlichen Unterbau hat. Ich bin Jagdaufseher Niederösterreich, habe sehr viel mit nicht jagenden Personen zu tun und studiere deshalb hier auf der BOKU, um mehr über die Jagdwirtschaft und die Biologie kennenzulernen, damit ich bei uns zu Hause der nicht jagenden Bevölkerung die Jagd näher bringen kann. Mir ist es einfach wichtig, sich jagdlich weiterzubilden, up to date zu sein. Ich jage schon seit 10, 15 Jahren, habe ich von diesem Kurs gehört. Und dann dachte ich, das mache ich und dann bekomme ich vielleicht neue Ideen und dann mal sehen, wohin das mich führt. Wir decken die verschiedenen Wildlebensräume in Österreich ab. Wir sind vom Niederwild an betrachtet in den tiefen Lagen des Donauraumes bis rauf ins Hochgebirge, je nachdem, um welche Wildart es geht. Wir sind im geschlossenen Wald, wir sind im offenen Wald, wir sind auch in der Grünlandfläche und natürlich auch am Gewässer unterwegs, um alle Aspekte der Wildlebensräume in unserer Kulturlandschaft abdecken zu können. Diese Lehreinheit müssen wir extrem früh aufstehen, damit wir die Gelegenheit haben, die Steinböcke und die Gemsen zu sehen und entsprechend gut ansprechen zu können. Und zu lernen, was die auch fressen, was wichtig ist dabei. Hier ist es für mich etwas völlig Neues. Und das freut mich so, weil dieser universitäre Lehrgang bei uns gar nicht existiert. Also bei uns in den Niederlanden habe ich so etwas gar nicht gefunden, also deswegen habe ich mich hier angemeldet. Ja. Das Interesse und die Nachfrage an unserem Weiterbildungsprogramm ist sehr groß, das freut uns sehr als Universität für Bodenkultur Wien. Das ist für mich eine ideale Weiterbildung in dieser Materie. Und natürlich zum Zweiten möchte ich interessante Leute kennenlernen, damit es interessante Gespräche gibt. Unser Pool an Experten umfasst Lehrende aus dem universitären Bereich und auch aus der Praxis. Besonders interessant an dem Lehrgang finde ich, dass hier so viele Personen aus verschiedenen Ländern sind. Dann habe ich eben gesehen, das ist ein Angebot, was mich interessieren würde und dann habe ich mich beworben und ja, und jetzt bin ich da. Ich mache den Lehrgang, weil ich in dieser Materie schon beruflich aktiv bin. Ich habe Berufsjäger gelernt und arbeite jetzt in der Schweiz als Wildhüter. Der Lehrgang wurde so konzipiert, dass es möglich ist, ihn berufsbegleitend zu besuchen, das heißt an 10 Wochenenden innerhalb von 2 Jahren. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn die Leute erkennen können, was die großen Zusammenhänge sind. Am meisten Spaß macht mir, dass wir generell ganz breit über die Jagd haben, Wildbiologie, alles. Wir haben Ausflüge gemacht nach Steinwild, Gamswild, ganz schön. Aber was auch schön ist, ist, man hat auch Spaß mit der Gruppe. Also ganz schöne Interaction ist wirklich top, muss ich sagen. Also als Holländer haben die mich ganz schön aufgenommen, muss ich sagen. Gut. Mit der Teilnahme an diesem Lehrgang können unsere Studierenden natürlich nicht nur ihr Wissen erweitern, sondern auch ihr Netzwerk. Wir suchen Jägerinnen und Jäger, die wissensdurstig sind, die wissen, dass da noch mehr ist, was sie noch lernen können und die auch bereit sind, dieses Wissen und das Verständnis weiterzugeben an andere Waldkameradinnen und Waldkameraden.